Hey Leute, herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Cookies und mit dabei ist der Sven. Hallo. Ja, für die Leute, die den Modus noch nicht kennen, der ist jetzt, den gab es 2015 schon mal auf dem Gommel-Server in der Ja. Beta. Na Jungs, auf jeden Fall haben die den Modus jetzt Samstagabend, glaube ich, released, gell? Ja, Samstag 18 Uhr. Genau, und für die Leute, die noch nicht, also das noch nicht mitbekommen haben, und zwar gibt es hier halt einen Olli, sage ich mal, da könnt ihr halt Cookies einzahlen und müsst halt dann mit diesen Cookies den Turm halt als erstes in der Runde vollkriegen. Und ihr könnt dann hier halt noch so verschiedene Items kaufen, hier könnt ihr noch irgendwas upgraden, zum Beispiel jetzt hier einen Drop-Bonus und Effizienz kann man mal holen. Dann könnt ihr hier Cookies auch in die Konto machen. Und Cookies bekommt ihr halt entweder indem ihr in der Mitte farmt oder indem ihr hier solche Aufgaben im Inventar macht. Zum Beispiel kann ich jetzt noch Cookie-Spawner machen. Da muss ich dann einfach drei von so Cookie-Blöcken setzen. Die bekommt man dann auch in der Mitte. Es gibt halt auch diese Maschinen, mit denen man dann Cookies farmen kann auf Dauer. Also es Genau. gibt halt, man kann halt Ja, Cookies und wenn am ihr halt Anfang in der Mitte Gegner bekommen und tötet, auf die Cookies Dauer im Inventar haben, dann droppen die die Hälfte ihrer Cookies. Zum Beispiel, wenn ich den jetzt tot ungefähr. kriege, das wäre, da ist hinter mir einer, aber den kann ich eigentlich Ja. fighten. Ich habe genug Herzen. Er kann Jo, sonst. der laggt halt dezent. Ich kann ihn doch nicht fighten. Hab ihn. Also man droppt halt circa 50% von denen, man hat aber ein bisschen weniger. Also ich glaube, man verliert Genau, und dann 50. kommt halt auch Man wieder Farm. verliert Weißt 40, 50%, aber man droppt nicht Ja, 50%, wollen sondern wir nur auf so Pflanzen 40 spielen oder oder sowas. auf Schwein? Auf Hey, ich jeden mache Fall einfach ein macht mir der paar Modus halt Pflanzen. zurzeit relativ viel Spaß. Könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Modus auch feiert. Und wenn ihr ihn feiert, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, ob ihr den Modus vielleicht öfter auf meinem Kanal sehen wollt. Übrigens, das sind diese Pflanzen, die habe ich jetzt hier gerade gekauft, zur Erklärung. Also die Ja, kosten, ich hier sieht man gehe unten gleich immer in den den Bus. Preis. Und die kann man dann hier einfach so hinsetzen und dann bauen die sich hier langsam auf und droppen dann immer Cookies. Die Pflanzen sind halt das billigste, dafür droppen sie halt nicht so viel. Ja, die kosten 15 Bros und 15 Cookies. Und da kommt Also, dann halt immer so ein Cookie ja. dran. Und wenn man sich dann so verschiedene Upgrades kauft, kommen da halt immer mehr Ja, und Cookies diese und Pflanzen, die schneller kann man Cookies übrigens halt abbauen, so. das ist irgendwie Zum Beispiel, wenn komisch. man das hier kauft und das hier, dann droppen die halt schneller Cookies. Und das ist dann halt schon okay, wenn man halt ganz viele davon hat, so. Den Cube kann man hier halt auch von anderen spleeven. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen, wenn denn wer gebaut hat. Also wenn ihr so ein Video halt so mit so ein paar Tricks für den Anfang haben wollt zu Cookies, könnt mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Jo, könnte bei mir übrigens auch mit der Umfrage. Ich werde, denke ich mal, per Infocard einfach mal eine Umfrage machen. Und hierzu, also der Cube ist halt, je nachdem was für eine Größe, also es gibt 1er-Maps, 2er-Maps und 4er-Maps. Die Cubes sind da unterschiedlich groß. Der hier ist jetzt zum Beispiel 5x5x10. Und insofern braucht man 250 von diesen Blöcken, Heißt halt um einfach, die dass man den aufzufüllen. schnell. So pro Block hier braucht der circa 3 Cookies. Das heißt, in einer Runde braucht ihr so circa um die 600 Cookies, nicht ganz 550. In der Zweierrunde braucht ihr so 750 bis 800. Und in einer Viererrunde braucht ihr so etwa 1100 bis 1200. Ich glaube, manchmal verbraucht der 4, aber im Normalfall eigentlich 3. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal die 6 hier zusammen, kann man hier reintun. So, und dann sollte der zwei Blöcke, genau, jetzt hat er zwei Blöcke gebaut und hat noch einen drin, weil er den vorher drin hatte. Also der braucht zwei Cookies, drei Cookies pro Block. Und in der Mitte, Genau. die Spawner, die geben mit der Zeit immer weniger, weil ansonsten könnte man ja auch einfach die ganze Zeit in der Mitte campen, so wie die das zum Beispiel machen, aber die Also geben ich halt kann euch auch nach der jetzt schon Zeit am immer Anfang weniger. sagen, so in der Mitte zu farmen lohnt sich wirklich gar nicht. Schaut halt einfach, dass ihr in der Base euch eine Farm baut und dann da farmt. Weil in der Mitte bekommt ihr halt echt nicht viel und wenn ihr dann auf dem Nachhauseweg noch getötet werdet, werdet ihr natürlich auch sehr unglücklich, weil ihr dann wieder die Hälfte verliert. Jetzt noch mal auf. Ich kann ja schon Archivfenster mal das zeige ich hier eine nämlich auch Upgrade nochmal einmal machen. kurz. Wenn man hier nämlich diese So, drei hier, das Cookie-Blöcke da, und platziert, hier das habt kommen ihr die vorhin auch drei schon eurer gesehen, dann Cookie-Blöcke. bekommt man hier Die würde ich wirklich nur unten ganz am Anfang die drei Fortschritt. Blöcke setzen, damit ihr halt die 30 Punkte für Cookie-Spawner bekommt. Und dann würde ich die hier mit Shift einfach umwandeln. Dann kriegt ihr jeweils zwei Cookies dafür. Ja, genau. Das. Also pro Block, und das lohnt sich halt, weil die stören halt auch, wenn die dann so in der Base da rumstehen. Und ich werde jetzt einmal zeigen, wie das hier mit dem Spleen funktioniert. Also hier sieht man übrigens die Prozentzahl der Türme. Die gegnerische Prozentzahl sieht man nicht, außer man kauft sich ein spezielles Item, was aber sehr teuer ist. Und was man natürlich auch machen kann, ist zum Beispiel hier bei den Gegnern die Sachen farmen. Also man kann hier zum Beispiel auch, angenommen, der stört einen nicht, hier bei den Gegnern die Sachen nehmen. Aber wenn man natürlich stirbt, dann verliert man natürlich wieder die Hälfte.
Hier Ding kann ich so. jetzt halt auch zum Beispiel einfach den Cube hier spleefen. Aber jetzt. Das hier ist übrigens die schlechteste Dings, weil die buggt nämlich rum. Eigentlich sollten sich ja hier die Cookies sammeln. Aber wie man jetzt gleich sehen wird, 31. Und das sind jetzt 39. Das hätten eigentlich, glaube ich, mehr sein müssen. Auf jeden Fall, oder vielleicht wurde der Bug auch behoben. Auf jeden Fall war das so, dass hier die Cookies sich mal gesammelt Das haben, aber wurde irgendwann dann weg gespielt waren. übrigens. Ich glaube, das wurde der Bug wohl sogar behoben. Ich glaube, hier war ein Wasserding vorher oder sowas. Oder irgendwas hat das irgendwie aufgehalten. Keine Ahnung. Ja, es sind zwei Rote bei uns, gell? Der eine hat unseren Turm komplett gespielt, der andere hat nochmal unsere Farm eingesammelt. Also wenn man da halt nicht aufpasst, dann ist der Turm halt mal ganz schnell weg so. Also, na wo, ich mache einfach mal ein extra Video zu den Items, die ich euch empfehlen würde und welche ich euch nicht empfehlen würde, so. Dass wir da einfach nochmal ein anderes Video für haben. Weil das ist jetzt zu lang, Das um das ist. jetzt hier in dem Video zu erklären. Ja, ich werde auch nochmal extra Videos auf jeden Fall zu verschiedenen Taktiken oder zu verschiedenen Items machen, ab wann es sich lohnt, was zu machen und so. Wenn ihr auf jeden Fall Bock drauf habt, ansonsten natürlich auch Ja. gerne nicht, weil die Arbeit kann ich mir auch gerne sparen, aber wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich das auf jeden Ja, Fall also falls machen. ihr auch nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Glocke aktivieren, ganz wichtig, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Also hoffentlich, wenn ich was hochlade oder streame. Wir können auch gerne mal beim Yannick vorbeigucken, ne? Ist Könnt ihr auch mal vielleicht beim Sven, Sven oben verlinkt werden. wahrscheinlich verlinkt, vielleicht auch nicht, weil ich es vergesse, aber eigentlich sollte er verlinkt sein. Also ich. Übrigens auch, was ich auch nochmal erwähnen kann, ist, also der Modus kam ja Samstag 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr wurden die, die die meiste Spielzeit in dem Modus hatten, also nicht die, die die meisten Wins hatten, also nicht nach Ranking, sondern einfach die, die die meiste Spielzeit im Modus hatten, belohnt. Die ersten drei haben Supreme gewonnen und dazu haben die im Forum auch ein Dings gemacht. Da war ich übrigens ein Neunter von der Spielzeit her, haben sie im Forum geschrieben. Also ich habe direkt am ersten Tag absolut reingesucht. Ich war zwar nicht in den Top 10 vom Ranking her, aber auf jeden Fall von der Spielzeit. Das haben sie da geschrieben. Hallo, Junge. Die spielen halt die ganze Zeit bei uns, ne? Also ich bin jetzt hier auch aktuell Platz 13. Und Platz 10 hat nur 10 Wins mehr aktuell. Aber ich, es macht auf jeden Fall wirklich Spaß, der Modus so. Es ist halt so ein Modus, der halt wirklich auf Taktik basiert und ich finde, sowas hat halt auf Gamma so ein bisschen gefehlt. Weil hier gibt es halt wirklich absolut viele Taktiken. Ich meine, ja, in Vertus zum Beispiel auch, aber in Vertus ist halt zum Beispiel immer noch ein Modus, der sehr krass auf PvP ausgelegt ist. Der Modus hier ist halt zwar auch PvP, aber ich meine, wenn man sich jetzt mal, ich meine, die Kills stehen jetzt hier nicht, aber ich kann so sagen, im Durchschnitt habe ich so teilweise in Runden wirklich viele Runden, wo ich nur 3, 4 Kills habe, so, wo ich halt nicht krass auf PvP gehe. Und deswegen finde ich halt den Modus ganz cool. Da ist ein Rot. Aber wie man zum Beispiel den Cube ganz gut effektiv spielen kann und sowas, dazu kann ich auch nochmal ein extra Video machen. Weil Ja, das, ich ich will jetzt wollte auch nicht noch hier mal alles erwähnen, erwähnen. weil ihr seht jetzt schon, so später im Game ist halt so eine Pflanzenfarm halt auch mega OP. So, wenn man halt ganz viele hat und dann auch noch geupgradet hat, dann spawnen da wirklich immer Cookies. Ich würde sagen, wir sparen jetzt mal auf Abbau-Lähmung, weil das ist halt auch noch mal mega OP. Dann können halt die Gegner eigentlich nur noch mit TNT spielen, so, weil mit der Faust brauchen sie dann um die 5 Sekunden, um den Block zu spleeven, so. Na, ihr seht schon, der kann jetzt halt gar nicht mehr, das ist auch noch ein Fully Crew Gegner. Und ihr seht schon, der kann jetzt halt gar nicht mehr spleeven, so. Weil es einfach ewig dauert und wenn man halt was im Shop drin hat, dann tut er das halt schneller also wieder rein, wieder bauen, als dass er es gespleeved hat, so. Und wenn die dann wirklich noch gewinnen wollen, müssen sie halt mit TNT oder so kommen. Was Eben. sie jetzt halt nicht mehr schaffen, weil wir jetzt schon 98% haben und damit auch schon die Runde gewonnen haben. Ich würde sagen, das war's dann auch schon von dem Video. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal das Video noch beim Sven abchecken und da auch ein Abo da lassen. Der wird auch, denke ich, ein bisschen Cookies bringen auf seinem Kanal. Ja, Streams werde ich auf jeden Fall versuchen jetzt mal täglich. Also ich kann nicht versprechen, dass ich jeden Tag streamen kann, weil heute konnte ich zum Beispiel auch nicht streamen, weil mein Internet einfach nicht ging. Aber ich versuche auf jeden Fall mindestens dreimal die Woche zu streamen abends oder so. Könnt ihr auf jeden Fall Ja. auch mal abchecken. Bei mir ist auch so, irgendwie zur Zeit kann ich nicht streamen, scheinbar, weil es dann halt bei mir halt laggt. Ich weiß halt wirklich nicht, woran das liegt. Aber ich habe dann halt echt so Standbilder. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da auskennt, was ich vielleicht ändern kann, weil ich habe halt nichts geändert in meinem Internet so. Und auf einmal laggen halt meine Streams. Ich weiß halt wirklich nicht, woran das liegt. Das war ja die ganze Zeit nicht so. Ich konnte ja problemlos streamen. Und jetzt auf einmal laggt das halt bei mir. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt mal das Video. Also haut rein. Ciao. Ciao.